In diesem Video geht es um die sogenannte allgemeine Exponentialfunktion. Das heißt, um eine Funktion der Form 10 mal a hoch x. Und wir werden ganz konkret darüber sprechen, wie du eine solche Funktionsgleichung aufstellen kannst, wenn denn zwei Punkte gegeben sind. Und ganz, ganz wichtig, keines dieser Punkte hat als x-Koordinate die 0. Wir sprechen also hier über ein etwas schwereres Beispiel und wir werden auch über diese drei Schritte sprechen, die du so auf deine eigene Situation übertragen kannst. Das heißt, wenn du die Aufgabe hast, eine solche Funktionsgleichung aufzustellen und du zwei Punkte gegeben hast, bei denen die x-Koordinate nicht gleich 0 ist, welches ja quasi die Schrittreihenfolge ist, die du dann schlussendlich gehen solltest, damit du zum Ende hin zum richtigen Ergebnis, also zu der Funktionsgleichung gelangst. Falls dich das Ganze interessiert, würde ich sagen, bleibst du jetzt einfach dran und nach dem ganz kurzen Video schauen wir uns mal die Rechnung an und die Schritte. Ja, wie du gerade schon gesehen hast, werden wir auf jeden Fall über die Schritte sprechen, die du so auf dein eigenes Beispiel übertragen kannst. Und ich werde dir auf jeden Fall an einer gewissen Stelle noch einen besonderen Trick verraten, sodass die Rechnungen nicht allzu schwer werden. Wir suchen ja in diesem Video eine allgemeine Exponentialfunktion. Und in der Regel wird eine allgemeine Exponentialfunktion so bezeichnet. C mal a hoch x, also Zahl mal Zahl hoch x. Und naja, tendenziell hast du am Anfang zwei Punkte gegeben. Und wie ich dir gerade schon verraten habe, ist hier eine Besonderheit drin, denn in der Regel hast du ganz, ganz häufig einen Punkt mit der x-Koordinate 0 gegeben. Das ist dann relativ einfach. Hier allerdings siehst du, dass beide Punkte, die wir gegeben haben, als x-Koordinate eben nicht die 0 haben. Sprich, es ist ein etwas schwereres Beispiel. So, das Erste, was du machst, ist, du musst diese Punkte einsetzen, und zwar in diese allgemeine Funktionsgleichung. Du weißt, dass ein Punkt immer aus einer x-Koordinate besteht und aus einer y-Koordinate. Und dadurch, dass y dasselbe ist wie f von x, so, benutzen wir jetzt erst einmal den ersten Punkt und setzen für das f von x hier in die allgemeine Funktionsgleichung die 2 ein und für das x die 1. C und a oder c mal a bleibt dann erhalten und dann sind wir bei 2 ist gleich c mal a hoch 1. Ja, diesen Ausdruck, den würde ich jetzt an deiner Stelle nochmal vereinfachen, da a hoch 1 natürlich nur a ist. Also haben wir jetzt hier als erste Gleichung 2 ist gleich c mal a. Dasselbe machst du mit dem zweiten Punkt. Das heißt, wir haben jetzt hier römisch 2 und auch der zweite Punkt hat wieder x und y und auch hier gilt wieder, y ist ja im Endeffekt ein Synonym für f von x. Das heißt, wir werden jetzt in diese allgemeine Exponentialfunktion das f von x durch die 8 ersetzen, das x dann dementsprechend durch die 3. Wenn wir das machen, sind wir bei der Gleichung 8 ist gleich c mal a hoch 3. Hier kann man gar nicht so viel vereinfachen, dementsprechend sind wir hier schon fertig. Das ist der erste Schritt. Du hast jetzt deine Punkte eingesetzt, an einer gegebenen Stelle ja, vereinfacht. Und jetzt hast du natürlich ein Gleichungssystem, welches du lösen kannst. Und jetzt der wichtige Trick. Du hast ja jetzt hier zwei Gleichungen. Und dieses Gleichungssystem, das lösen wir in der Regel, indem wir eine Gleichung nach einer Unbekannte auflösen und in die andere einsetzen. Und jetzt gibt es taktisch unklügere Vorgehensweisen, wo die Rechnungen unnötig schwer werden. Oder aber du gehst immer folgendermaßen vor. Du suchst dir als erstes einmal die Gleichung aus, bei der die Potenz von a kleiner ist. Du siehst jetzt hier a hoch 3, hier a hoch 1. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mit der ersten Gleichung starten. Da a hoch 1, du erkennst es, weißt ja, dass hier eine 1 stand, da 1 eine kleinere Zahl ist als 3. Und diese Gleichung, die löst du nach c auf. Und das wirst du dann in die andere Gleichung einsetzen. Wir starten also mit der ersten Gleichung. Ich übernehme einmal 2 ist gleich c mal a. Denn hier hatte das a eine kleinere Potenz. Wir lösen das Ganze nach c auf. Also wollen wir, dass das c alleine auf der Seite steht. Das finden wir jetzt noch mal a dahinter. Also teilen wir jetzt diese Gleichung durch a. 2 durch a, und da haben ganz, ganz viele Schüler schon ein Problem, weil sie gar nicht wissen, wie sie es aufschreiben sollen. Da würde ich immer in die Bruchrechnung gehen. Du übernimmst die Zahl, die bei dir hier steht, in dem Fall also die 2, dann machst du einen Bruchstrich und unter dem Bruchstrich als Nenner kommt dann das, wodurch du in dem Fall dann teilst, hier also durch a. Hier sind wir also bei 2 Artel. Denk dran, ein Bruch ist ja nichts anderes als eine Geteiltrechnung. Ja, und auf der rechten Seite bleibt natürlich das c übrig, genau das, was wir haben wollten, denn wir wollten ja nach c auflösen. Jetzt haben wir diese Gleichung, also römisch 1, nach c aufgelöst und wir werden jetzt genau das hier in die zweite Gleichung fürs c einsetzen. Du siehst ja jetzt, c ist gleich 2 durch a, also 2 Artel, und das können wir jetzt hier genau einsetzen. Wenn wir das machen, sind wir ja hier bei der Gleichung 8 ist gleich, Vorsicht, jetzt kommt das c, das ersetzen wir durch 2 Artel, so, und ja, der Rest wird beibehalten, also mal a hoch 3.
Diesen Ausdruck, den müssen wir jetzt natürlich ja, vereinfachen. Und das sieht am Anfang relativ kompliziert aus, ist es aber gar nicht. Wenn du diesen Trick nämlich genauso befolgst, dann kannst du durch hier, also bei dir wird vielleicht eine andere Potenz stehen, A hoch 4 oder A hoch 5 oder so. Da kannst du dir immer eine 1 drunter vorstellen oder sogar hinschreiben und dann kannst du kürzen. Denn jetzt haben wir hier zwei Brüche in einer Malrechnung. Du kannst hier das eine A mit dem A hoch 3 kürzen, dann bleibt natürlich A hoch 2 übrig. Hier bleibt dann die 1 übrig. Und jetzt kannst du Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner rechnen. Wenn wir das machen, sind wir hier immer noch bei 8, ist gleich 2 mal A hoch 2, ist natürlich 2 A Quadrat. Ja, 1 mal 1 für unten sind Eintel. Können wir natürlich weglassen. Da sind wir einfach nur noch bei 2 A Quadrat. Insgesamt habe ich jetzt also hier die Gleichung erhalten. 8 ist gleich 2 A Quadrat. Und wie du siehst, sieht diese Gleichung schon viel, viel einfacher aus als das, womit wir gestartet sind. Also merk dir den Trick, schreib gerne unter deinem A hoch Zahl Eintel drunter, kürze und fasse dann dementsprechend zusammen. Und tendenziell wirst du dann eine sehr, sehr einfache Gleichung haben. Ja, und das ist eine einfache Gleichung, die wir jetzt natürlich nach a auflösen können. Wir teilen natürlich diese Gleichung erst einmal durch 2. Das sind sicherlich Sachen, die du zu diesem Zeitpunkt in der Schule schon längst hinter dir hast. 8 durch 2 ist 4. Hier fällt die 2 weg. A Quadrat bleibt übrig. Jetzt ziehen wir die Wurzel. Ja, und die Wurzel aus 4 ist 2. Und a bleibt übrig. Denk dran, wenn du die allgemeine Exponentialfunktion aufstellst, wäre hier normalerweise in einem anderen Kontext auch a gleich minus 2 rausgekommen. Doch das interessiert hier in diesem Fall nicht, da das a tendenziell eine positive Zahl ist in deinem Schulkontext oder eine, ja, auf jeden Fall eine Zahl zwischen 0 macht keinen Sinn, irgendwas größer als 0. So, wir haben also jetzt schon das a herausbekommen. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich das c. Und hier rate ich dir nochmal auf diese Gleichung zu gucken, die du nach c aufgelöst hast, um genau hier für das a dein a einzusetzen. Wenn wir das machen, hier sind wir ja bei 2a ist gleich c, das a durch die gerade berechnete Zahl ersetzt, sind wir natürlich bei 2 halbe ist gleich c. Wenn wir das dann ein bisschen vereinfachen, 2 halbe ist natürlich ein Ganzes, somit ist c gleich 1. Und das ist ja genau unser Ziel. Unser Ziel war es ja, für c eine Zahl zu bestimmen und für a eine Zahl zu bestimmen, damit wir sie schlussendlich im dritten Schritt ja, einsetzen können und so unsere Funktionsgleichung erhalten können. Unsere Funktionsgleichung ist dann dementsprechend f von x ist gleich c haben wir ausgerechnet, 1 mal a haben wir ausgerechnet, a war 2, 2 hoch x. Und genauso kannst du eine allgemeine Exponentialfunktion aus zwei Punkten aufstellen. Ja, das war auch schon die Rechnung für dieses Video. Ich hoffe natürlich, dass dir das gefallen hat bzw. geholfen hat. Und wenn das der Fall ist, freue ich mich wie immer darüber, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest, wenn du einen Daumen geben würdest und vor allen Dingen, wenn du dieses Video teilen würdest, sodass ganz, ganz viele Menschen von diesem Video oder von diesem Kanal erfahren werden. Wenn du selber Videowünsche hast, dann bitte scheu dich nicht, schreib einfach gerne einen Kommentar mit deinen Videowünschen. Dann mache ich dazu ganz, ganz gerne noch weitere Videos. Und jetzt wünsche ich dir wie immer viel Erfolg beim Lernen und eine Sache steht immer fest: Deine Mathe-Note hängt eben nicht vom Zufall ab.